Wenn diese beiden loslegen, muss man einfach mitmachen. Leidenschaft, die ansteckt. Auch im Internet geht die Jam-Session schnell viral. Mehr als 50 Millionen Menschen haben bereits reingehört. Und dabei entstand nicht nur das Ständchen völlig spontan, sondern auch das Duo selbst. Wir haben uns kurz ein paar Tage vor dem Video erst auf der Messe in Frankfurt kennengelernt. Ja. Und haben da zusammen Produktpräsentation gemacht und haben uns einfach direkt gut verstanden. Und es hat sehr gut gegroovt, musikalisch und menschlich. Das Grooven im Untergrund hat Tradition. Die Band Feuerherz etwa performte in der Münchner U-Bahn, brachte einen ganzen Waggon zum Swingen. Ein New Yorker DJ machte die Subway kurzerhand zur Partyhöhle. Und auch Verkehrsbetriebe selbst machen sich den Charme des Underground-Beats zunutze. Ist mir egal, egal. Egal sind sich die beiden Stand-up-Musikerinnen aus der Frankfurter S-Bahn auf jeden Fall nicht mehr. Denn wer so gut zusammen klingt, muss zusammen bleiben. Wir wollen auf jeden Fall weiter spielen. Wir nehmen auch jetzt zusammen ein Album auf oder zumindest eine CD. Ob er dann auch wieder eine Einlage beisteuert, viele können eine Fortsetzung wohl kaum erwarten.